Moin moin, hier ist der Zap und weiter geht's in No Man's Sky. Wir sind hier immer noch auf Lelak Tau, Lichtstrahlung und Gift auf diesem Planeten. Beim letzten Mal haben wir hier dieses kaputte Raumschiff entdeckt und teilweise repariert. Und irgendwie gehört das wohl mir, auch wenn ich mich nicht dran erinnern kann. Und da hinten ist jetzt mein neues Missionsziel. Da gibt es ein hermetisches Siegel, was ich brauche für mein Raumschiff. Irgendwie ganz dringend demnächst mal meinen Anzug wieder auffüllen. Habe ich noch genug Material dafür? Mal gucken. Gefahrenschutz, ja, hier habe ich genug Natrium, um den Strahlungsschutz wieder zu erneuern. Da oben gab es auf jeden Fall Natrium. Ich gehe nochmal ein Stück zurück und hole mir nochmal das Natrium. Ich bin ein Stückchen runtergefallen. Und wieder ein Roboter. Beim letzten Mal gar nicht so schöne Erfahrungen mitgemacht mit den Robotern. Und so Natriumpflanzen, die ich brauche, um mein Schild wieder aufzuladen. Sind gar nicht so häufig. Okay, ich habe ein Problem. Da nähert sich ein Sturm. Ich eine Höhle aufsuchen. Ist ja vielleicht eine Höhle. Ja. Oder? Und danach. Oh, da kann man reingehen. Steck mich mal hier drinnen. Willenkürbis. Eine Kürbisknolle. Eine kleine Höhle zu sein. Kobalt. Kobalt ist ja auch schon mal nicht schlecht, wofür auch immer es gut ist. Aber wenn draußen jetzt sowieso ein Sturm aufzieht. Können wir ja auch Kobalt abbauen. Und hier sonst Kohlenstoff. Kohlenstoff brauchen wir immer unbedingt, um den Laser wieder zu reparieren, von daher, das ist schon mal eine gute Sache. Brauchen wir auf jeden Fall. So. Fragt sich nur, ob er mir auch Bescheid sagt, wenn der Sturm da draußen vorbei ist. Ich glaube, jetzt ist die Warnung weg mit dem Sturm. Da, Sturm löst sich auf. Okay. Hat man Bescheid gesagt, das ist gut. So, nehmen wir noch ein bisschen Kohlenstoff mit. Ja, sehr schönes Wetter draußen. Mal reichen. So, da hinten muss ich hin. Schauen wir mal. Tops, tops, tops. Ein blaues Ding, was für ein blaues Ding hier? Beschädigte Maschinerie.
Pugneum, 10 Pugneum, um das Ding zu reparieren. Was kann ich? Stopf, stopf. Bei diesen Tentakeldingern bin ich vorsichtig. Da bin ich schon mal von angegriffen worden. Da ist nämlich ein Tentakelarm. Oh, und jetzt kommt der Laser. Bin ganz, ganz unschuldig. Geh weg. Kenn irgendwas anderes. Ich mach gar nichts. Das sollte man nämlich tunlichst vermeiden, irgendwas anzulasern, wenn der Roboter da einen gerade untersucht. Die mögen das nämlich nicht. Musste ich feststellen. Den Natrium habe ich 38. Auffüllen hier. Boah, ich muss jetzt nicht einen riesen Umweg machen für Natrium. Ich komme erstmal so dahin. So aus. Blaues Zeug. Die Wasserstoff. Noch nicht viel von, also sammle ich da mal ein bisschen von ein. Schnell hier wegzulasern. Für auch immer es gut sein mag. Aber ein guter Kumpel von mir sagt immer, haben ist besser als brauchen. Stopf, stopf. Vorne ist das Ding. Und mein Laser wieder aufladen. Den Stoff habe ich genug. Oh, hier ist eine ganze Station scheinbar. Lebenshaltungssysteme bei 50%. Brauchen wir Sauerstoff für. Haben wir. Oh. Hier hat wohl jemand eine kleine Basis gebaut. Wollen wir mal rein. Ein Holo-Archiv. Wollen wir mal rein. Archivzugriff erfolgt. 6 von 7 Protokollen beschädigt. Antrag 4924a folgt. Niemand macht diese Aufzeichnung für den Fall. Hinterlasse im Hersteller, könnte von Nutzen sein. Visier beschädigt, kann das Schiff nicht finden. Okay, da bergen wir die Vorräte. Protokoll endet und die Maschine erwacht zum Leben und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, das ich zur Reparatur meines Schiffs benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich in der gleichen Situation wie ich jetzt. Oh, vielleicht waren wir es auch selber. Daran erinnern können. Ich kann nicht wissen, vielleicht haben wir das schon ein paar Mal gemacht hier. Enzyklopädie lesen. Terminal online. Universeller Übersetzungsdienst erreicht. Lebensform Wörterbuch verfügbar. Wir lernen ein Wort. Hast das Gag-Wort für geben gelernt? Mal einen Gag erwische, dann ein Exemplar erforschen. Da ist ein Tier drinne.
Okay. Gar nichts. Habe ich da einfach rausgenommen und gut. Ich glaube, mehr kann ich jetzt. Ein Wort gelernt, ein Ding gefunden und hier erforscht. In anderen Gebäuden auch noch irgendwas drin ist. Scheinbar nichts. Komische Geräusche. Schild wiederherstellen. Schild auf Maximum. Damit kann ich mein eigenes Schild auffüllen. Scheinbar so eine Art Natrium-Ausgabe, oder? Magnetisches Siegel erhalten, sagt die Quest. Warnung, Raumschiff kann nicht lokalisiert werden. Verwende das Analysevisier F, um das Schiff zu lokalisieren. Kein Analysevisier installiert. Na, das ist baue Kohlenstoff-Nanorohr. Nochmal, müssen wir dieses Visier scheinbar erstmal bauen. Greife mit Tab auf dein Multi-Werkzeug-Inventar zu, installiere das Analysevisier. Okay. Ein Analysevisier, okay. Spezielle Entdeckungs- und Untersuchungseinheit erhöht die Leistung des Standardscanners durch Projektion von detaillierten Umgebungsdaten direkt auf das Sichtfeld des Benutzers, ermöglicht die Identifikation von interessanten Orten aus der Distanz. Das Helmvisier generiert beim Studium von Pflanzen, Tieren und Mineralien wertvolle Daten. Zur Bedienung F gedrückt halten, zum Zoomen rechte Taste. Okay. Nochmal ein Analysevisier. Teste das Analysevisier. Okay. Da ist eine gefährliche Flora. Aha, das sind wahrscheinlich diese Tentakelmonster. Da ist eine Nahtansammlung. Ja. Ah, ne, da gibt es Kupfer. Unbekanntes Gebäude ist da hinten. Da fliegen Vögel rum. Okay. Da ist das Schiff. So, das haben wir jetzt markiert. So. Analysiere Pflanzen, Tiere und Mineralien im Units. Scannt. Untersuchen wir etwas. So, NC Herbantes, so heißt die Pflanze. Gamma-Wurzeln, P. So, den Kompass und das Analysevisier zum Navigieren. Ah ja, da oben. Kompass. Gut, so kann ich auch zum Schiff zurückfinden. Oh, die Wasserstoffkristalle. Deckung ansehen. Okay. Da, Entdeckungen, da. Belaktau. Lebensform Gek. Wirtschaft kommerziell. Den Planeten umbenennen. Warten wir mal noch mit.
Komisches. Das hier. Ressourcenansammlung Natrium. Oder braucht man einen Terrain-Manipulator? Ganz viel Natrium, aber hilft mir jetzt nicht weiter. Und Wasserstoff. Kann man das auch analysieren? Haben wir scheinbar schon analysiert. Jede Menge wie Wasserstoff. Nicht identifizierte Pflanze. Das ist auf jeden Fall so ein aggressives. So, Spiritus Navis heißt das Ding. Einfach mal kaputt. Tut uns auch nichts mehr. Den haben wir auch noch nicht analysiert. Kennen wir diesen Stein. Mika sieht zurück. Kommt scheinbar auch Uran raus. Aber da brauchen wir wahrscheinlich spezielles Werkzeug für, um das dann da rauszubekommen. Riesensäule, die haben wir noch nicht analysiert. Irgendwo Natrium, da ist eine Natriumpflanze. Genau, hat Cooldown. Den Stein hier kennen wir auch noch nicht. Sekret. Menge Mineral, die noch nicht kennen. Unterirdisches Relikt. Und aufladen. So, hier ist irgendwie unterirdisches Relikt. Irgendwie war da hingekommen. Erstmal alles scannen hier. Da gibt es Units für. Immer man Units braucht. So. Irgendwo hier soll dieses unterirdische Relikt sein. Frage. Wie ich drankomme. Höhleneingang ist der jetzt nicht. Salz raus. Ja, keine Ahnung, wie man da dran kommt. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Höhleneingang, den ich noch suchen müsste.
Wüsste jetzt aber auch gerade nicht, was ich mit einem außerirdischen Artefakt soll. Ich versuche mich erstmal hier auf meine Hauptmission zu konzentrieren. Gebiet entdeckt. Den Enoex-Sumpf. Na, so sumpfig sieht das hier aber nicht aus. Versuchen wir erstmal das Raumschiff wieder fit zu machen. So, da drüben ist das Raumschiff. Passen, dass ich nicht abstürze, weil hier gibt es definitiv Fallschaden. Hinten ist Natrium, ah, hier ist auch Wächter. Bin überhaupt keiner, der irgendwas abbaut, Wächter. Ich laufe hier nur so rum und scheint mir das zu glauben. Ja, von mir ab. So, hier ist noch Natrium, das hole ich mir mal schnell. Steinhagel analysiert hier, das auch im Vorbeigehen. Ortsalit. Wir wissen. Mehr nicht identifizierte Steine. Kann man sich ja eine riesige Wissensdatenbank zulegen. Scheinbar wieder Nacht. Die Natriumpflanzen so schön leuchten. Ah, nein, nein, ich habe gar nichts abgebaut. Ich war es nicht. Bin das gar nicht gewesen. Geh weg, du Wächter. Noch Natrium. Mal weg von dem Wächter hier. Der wieder die Meinung ist, wäre etwas Bedrohliches, was dir das Leben zerstört oder so. Nur weil ich ein paar Blümchen gepflückt habe. Da in der Nähe. Strahlungsschutz wieder aufladen. Auch noch ein Natrium mit. Dann gehen wir mal zum Raumschiff zurück. Und reparieren unseren Impulsantrieb. So. Hier. Jetzt haben wir hier das hermetische Siegel. Das packen wir jetzt hier rein. Und dann haben wir wieder einen heilen Impulsantrieb. Weitestgehend heile. Und jetzt brauche ich aber Tritium oder Pyrit. Unsere Startschubdüse ist auch kaputt. Brauchen wir reines Pyrit und die Wasserstoffgelee. Dafür brauchen wir erstmal eine Raffinerie. So, eine Raffinerie bauen wir bestimmt auch wieder mit Z. Das
Das ist dieses andere Gebäude. Da fehlen uns aber Sachen. Da brauchen wir wieder eine Metallplatte. Können wir aber herstellen. Allerdings nur, wenn wir genug Ferrit haben. Ferrit. Unbekannte Steine. Akmonit. Lasern wir weg. Ivruait. Jukowskit. Guck mal, dass ein Roboter dabei beobachtet. Hier kostbare Steine zerstören. So, jetzt können wir, glaube ich, eine Stahlplatte herstellen, eine Metallplatte, jawohl. Mit der Metallplatte können wir dann auch hier die Raffinerie bauen. So. Schauen wir mal. Arbeitet Rohstoffe zu anwendbaren Produkten und Substanzen. So, da brauchen wir einen Treibstoffvorrat. Aufladen mit Kohlenstoff oder verdichten Kohlenstoff. Kohlenstoff da rein. So. Deckel angeben. Fragen. Okay. Wasserstoff-Idee her. Ah, das ist scheinbar auch noch so. Die Wasserstoff, 40 Stück, wird die Wasserstoff-Gelee. Schmiere die Startschubdüse mit die Wasserstoff-Gelee. Das will ich ja machen. Im Inventar. Startschubdüse kriegt hier Wasserstoffgelee als Schmierung. Okay. Brauchen wir reines Ferrit. Sammle Ferritstaub. Mehr davon. Steine finden, die nicht von Robotern bewacht werden. Den Ferritstaub in der Raffinerie. Machen wir. Okay. X. Ah, X drücken. Das war nicht nur X wie schließen, sondern X wie Taste. So, reines Ferrit. Dann Start. Ja, jetzt umgewandelt. Da rödelt die Maschine. Mal hier rein. Ferrit. X nehmen wir das wieder raus. So, repariere die Startschubdüsen. Dahin und packen jetzt hier reines Ferrit. 50 Stück da rein. Dann haben wir unsere Startschubdüse repariert. Raumschiff repariert. Startsysteme online. Nimm die tragbare Raffinerie auf. Machen wir. Kehre zum Schiff zurück. Alle Systeme funktionieren. Suche Antworten in den Sternen. Hebe mit W ab. Das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Wie gefällt euch No Man's Sky Next?
Ich weiß ja nicht, ob ihr No Man's Sky gespielt habt. Merkt man da jetzt schon in dieser Phase des Spiels starke Verbesserungen oder nicht? Kann ich natürlich wenig zu sagen, aber bisher ist das für mich eigentlich soweit eine ganz runde Sache. Falls ihr Erfahrungen aus der ursprünglichen Version von No Man's Sky habt und hier Unterschiede feststellen könnt, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn das Spiel für euch auch neu ist, schreibt mir ruhig mal, was ihr davon haltet, was ihr bisher gesehen habt. Und dann könnt ihr mal Daumen drücken oder oben rechts bei dem i gucken nach weiteren Videos im Kanal. Und dann werden wir in der nächsten Folge abheben und uns das Weltall genauer anschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.